Hallo Internet und damit herzlich willkommen zu dem Review des X4 Repeaters von Netgear. Vorab danke an Netgear für die Bereitstellung des Gerätes für dieses Review. Zugegeben, 119 Euro für einen WLAN-Repeater ist eine ganze Menge. Jedoch werden auch bis zu 930 Quadratmeter Reichweite auf der Verpackung genannt. Was davon wirklich stimmt und für wen sich dieser lohnt, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß dabei! Zuerst einmal, dieser Repeater kommt in der Verpackung mit CD und viel Blabla. Aber leider kein LAN-Kabel. Schade, dass hierauf verzichtet wurde. Den gibt's sonst in jedem 30 Euro Billig-Repeater mit dabei. Aber na gut. Äußerlich ist der X4 ganz schön groß. Und er ist auch ziemlich schwer. Klar, so schwer jetzt nun auch wieder nicht. Aber im Vergleich zu anderen Repeatern spürt man deutlich einen Gewichtsunterschied. Die Tasten an der Seite sind sehr hochwertig verarbeitet und der RJ45-Stecker unten ist sauber verarbeitet und alle Kabel rasten wunderbar ein. Die LEDs sind angenehm hell, aber nicht zu hell, also mich stören diese nachts im Zimmer nicht. Im Betrieb erwärmt sich der Repeater leicht, wirklich heiß wird dieser jedoch nicht, was nicht zuletzt an den ganzen Öffnungen drumherum liegt. Der Repeater kann WLAN AC im 2,4 und 5 GHz Band, auch mit WLAN AC und mit einem Tempo von bis zu 2200 Mbit Maximum. Aber nun zur spannendsten Frage, wie gut ist die Reichweite wirklich? Gleich vorweg, 930 Quadratmeter habe ich hier unmöglich erreichen können. Aber dennoch ist die Reichweite sehr gut und auch besser als der beste Repeater von AVM, den man zurzeit kaufen kann. Das 5 GHz Band hält selbst durch zwei Wände noch durch. Das 2,4 GHz Band kann zentral positioniert fast das gesamte Haus bestrahlen und ist gefühlt minimal stärker sogar als eine Fritzbox 3390. Aber dennoch, 930 Quadratmeter sind hier einfach nicht drin und allein die so als Beschreibung zu nutzen, finde ich schon ziemlich frech von Netgear. Was aber nichts daran ändert, dass dieser Repeater seinen Dienst wunderbar erfüllt. Besonders cool an diesem Repeater ist ja, dass man zwischen dem Access Point Modus und dem Repeater Modus per Schalter einfach wählen kann. Das können andere Firmen auch, jedoch nur versteckt oder kompliziert in der Software. Ein einfacher Schalter ist hier deutlich besser, dies funktioniert in der Praxis sogar richtig gut. Zudem sagen die LEDs, ob man näher zum Router oder nur näher zum Gerät muss und so weiter. Unten gibt es einen Gigabit LAN-Port, um nicht WLAN-Geräte im Repeater Modus ans Heimnetz einzubinden. Aber wer sollte jetzt bitteschön fast 120 Euro für einen Repeater ausgeben? Ich sag's euch, diejenigen, die eine starke WLAN-Verbesserung wünschen, ohne Kabel zu legen. Denn, wem ein normaler Repeater nicht mehr ausreicht, der greift zu einem Access Point mit LAN-Kabel zum normalen Router. Dieser Repeater kann jedoch so manchen Access Point ersetzen, auch wenn einem, besonders bei Steckdosenleisten, so mancher Platz flöten geht. Dennoch, ich kann diesen Repeater für jeden nur empfehlen, der wirklich sehr viel bestrahlen will. Ich zum Beispiel habe diesen Repeater im Einsatz, um meinen Garten zu bestrahlen, was einfach nur genial funktioniert. Wer wirklich denkt, er braucht einen Repeater möglichst das Beste, wird hiermit mehr zufrieden sein. Und wem die Reichweite nicht mehr ausreichen sollte, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Na gut, war nur Spaß. Feedback immer gern per Daumengelaber und Abo-Clickbait-Gelaber-Dings da unten in die Kommentare, ihr kennt das Ganze ja. Ich verabschiede mich, macht's gut Leute und tschüss Internet.